Warum schreibt meiner immer auf dem Boden? Nur in HQ2 ist... oder auch woanders? Keine Ahnung, ich sehe nur HQ2 Tür, die restlichen Türen sind auf der anderen Seite. Ach Mann. Stimmt, HQ2 ist offen, ja. Also Leute, ich seh einen laufen. Ja, oh, ich auch. Beim Airfield läuft jetzt mit orangen Hose. Orange Hose oder gar keine Hose? Überhaupt keine Hose, stimmt. Der hat gar keine Hose an. Ja, Position. Aber der hat eine Mosin, wie es ausschaut. Mosin oder SKS? Position. Oha. Richtung Hangar läuft der jetzt. Ja, der kann gar nichts gegen meine Armbrust. Dann sind die bestimmt irgendwo Sniper. Ich habe aber schon oben geguckt, Sniper, hier habe ich gerade nichts gesehen. Boah, ist echt geil mit dem Fernglas, kannst echt nicht gut gucken, ne? Ich guck nochmal. Einfach nur, weil du es kannst. Also es läuft einer ohne Hose Richtung Hangar, oder? Ich weiß, der ist Headquarter 1 ist er rein, Headquarter 2 ist er rein, weil die Tür gerade zugegangen ist. Okay. Ja. Okay. Wollen wir mal vorlaufen? Ja. Oben am Wald sehe ich nichts. Hier die komischen Sniper-Positionen. Der zwei ist er rein. Ja, wenn er rauskommt, hole ich, Mann. Ja. Dann rennen wir hier die Baumreihe lang runter, dann den Weg lang hoch bis HQ1 und dann gucken wir. Hinter die Hangars am besten noch, ja. Seid ihr schon runter? Wir sind hier. Wo bist du? An der Feldwegkreuzung. Er kommt wieder raus. Na, dann schießen wir ab. Ja, der ist gerade hinter dem Baum verschwunden und rennt jetzt in den Tower rein. Okay. Ja, dann warte ich auf den Tower oben drauf, dann holen wir dann runter. Wenn der da Osener Hose umherrennt, ist dann garantiert noch irgendwo ein Sniper. Nö, der hat eine orange Jogginghose an. Okay. Geil. Ja, meint eine orange Hose. Wer ist jetzt auf dem Tower oben drauf? Wir müssen aufpassen, der hat nämlich auch eine Mosin dran, glaube ich. Ist ja egal. Wer hat geschossen? Ich. War Erik. Hast du noch erwischt? Nö. Das ist der super. Der liegt jetzt außerhalb aus dem Tower draußen. Der ist ja doof. Oben drauf. Ja, nö. Ja, oben drauf irgendwo liegt er, aber ich kann nicht mehr sehen. Okay. Also ihr könnt zum Tower hin, der könnte eigentlich, der kann nicht runter, ohne dass ihn... Oder er ist durchgebackt, keine Ahnung. Oder er ist tot, also der lief jetzt plötzlich im Kreis und dann fiel er um. Ich hab keine Ahnung. Hast du vielleicht doch getroffen? Ja, hat sie die Beine gebrochen, das könnte da sein. Na, ich würde es trotzdem beobachten, vielleicht ist er nur bewusstlos. Ja, ja, ich beobachte ja, aber könntest du dir schon mal Richtung Tower marschieren? Tun wir ja. Unser Nahkampftrupp. Haben wir ja zwei hier, oder, mit M4? Ja. Du meinst die Tour SKS-Schützen, das ist richtig, wir sind da. Wie SKS? Hallo? Armbrust trumpft alles. Dann schieß doch mal von hier mit der Armbrust. Wie bitte? Dann schieß doch mal von hier mit der Armbrust. Ach komm schon. Du musst halt ein bisschen höher halten. Ja, Flugkurve eh nicht. Flugkurve mit einem berechnen. Ja, das könnte auch sein, dass der vielleicht drunter ist. Siehst du noch was, Bebo? Nö, ich seh keinen. Sieh. Es könnte sein, dass der bei der Leiter wieder an der Seite runter ist. Da müssen wir aufpassen. Uns oben am Zaun nochmal sammeln bei HQ1? Ja. Naja, kein Stress. Ich bin dann ganz hinten, glaube ich. Wir machen ja nichts Überstürztes. Und los geht's. Ich bin da noch nicht da. Ich auch nicht. So, wieder schön drauf achten. Sicherung, also eine schöne Rundumsicherung, wenn wir hinten lang gehen. Auf immer, was? Immer in die Zwischenräume schauen. Sind wir alle da? Seid ihr da? Ja, ich bin jetzt hier an der Tanne. Ich sehe euch zwar nicht gerade, aber... Wir sind bei den zwei braunen Büschen. Bist du hinten da? Ich bin jetzt, wo die Zaunöffnung ist. Ach, da sind... Okay. Will in sein Typ sein, da. Tom ist da, ja. So, geht zu dem Eingangshäuschen. Die Tür hier ist zu. Ich guck mal kurz hinter HQ1 durch die Wand. Ja. Sieht leer aus.
Hält mal bitte jemand vom HQ die Eingangstür im Blick, bitte. Hab ich. Sehr schön. Also im Tower rührt und reibt sich nichts mehr. Ja, werden wir gleich sehen. Na, vielleicht ist ja auch ausgelockt, weißt du auch nicht. Ne, dann setzt er sich doch hin, oder nicht? Ja, dann wird der Kopf drüber sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht zur Leiter runter ist. Ecke, wie schaut's aus? Ja, ich bin wieder hier bei euch. Komm mal weiter. Okay. Wir gehen zum Hangar. Okay. Hinten ran. Hinten lang, ja. So dass uns Beppo sehen kann. Einer mal bitte vorne um die Ecke schauen. Ich guck Hangar. Vorne. Alles klar. Guck erst nochmal nach hinten. Hinten ist sauber. Okay, wir gehen weiter. Okay, vor den Hangar sieht's auch leer aus. Ich gehe mal in Hangar 1 rein. Ja. Und gehe auf die rechte Seite. Beppo, siehst du uns? Ja, ja, ich sehe euch. Hinterm Hangar, in der Hangar. Zwischenraum ist frei. Ich achte jetzt hier noch nicht auf Loot und so ein Kram, ne? Nee. Der rennt jetzt in Hangar 1. Hier, kommt Hangar 1, ja, bei mir. Hast du ihn? Er blutet und rennt im Kreis. Er hat nur eine Axt. Jetzt ist er angefallen. Okay. Mann, ist er doch die Leiter runter, ne? Dann ist er vorne auf die Leiter rauf, ja. Und der hatte wirklich nichts an. Ey, der hat noch ein Denkbackpack. Kein Puls. Und eine Weste. Darf ich mir meine Weste klauen? Ist das Backpack noch in Ordnung? Ja. Den könnte ich brauchen, den könnte meiner mitbringen, bitte. Und eine ordentliche Jacke, wenn er hat. Wie schießt das? Wer hat geschossen? Ich nicht. Ein Sniper muss hier noch sitzen. Ja. Irgendwo der oben ist, in der Ecke. Der ist links, ja. Oh. Hat hier, geht mal. Gesehen. Ich wurde getroffen. Ja, der schießt durch die Wand. Komm, weg da hinten. Der schießt von links, der schießt von HQ1, hinter HQ1 irgendwo her. Ja. Ja, der kam da irgendwo aus den Büschen. Man hat den Schuss richtig gesehen. Da schießen zwei, oder? Mhm. Dann wetten, einer davon ist SKS, weil die Schüsse relativ schnell kamen. Nee, das war keine SKS, das hörst du anders. Sicher? Also mir kommt so vor wie zwei Mal Mosi. Oh. Ja, das sind auch zwei Mosin. Beppo, hast du irgendwas im Blick? Ja, ich scan grad die Gegend ab. Die hier einfach auf der Wand schießen. Ja, lass sie doch schießen. Ich hoffe mal, irgendwann haben die keine Mund mehr. Wenn sie so verrückte sind wie ich, dann schon, weil ich hab 400 Schuss für die Mosin. Wo meinst du, sind ich glaube, ich sehe da hinten einen. Kann auch eine Baumspitze sein. Die wollen uns bloß verrückt machen, damit wir rausrennen. Ich sehe keinen, ich sehe nicht einen. Hier liegt noch ein Magazin. Ui. So, ich renne jetzt nach links zwischen die Hangars und renne erstmal hinter den Hangar. Warte, ich gehe zwischen Hangar 1 und 2, wir rennen gleichzeitig. Warte, ich pack die Waffe. Oh, es hat mich durch die Wand getroffen. Ja, geht zurück erstmal. Es hat mich getroffen. Unconfused. Brauchst du Epinephrin oder wie es heißt, ne? Epinephrin, ja. Habe ich in der Tasche. Oh, dann ist das Schrott. Ich geb's dir. Oh, deine Weste ist Schrott. Bei dir ist alles Schrott, glaube ich. Ja, es war vorher schon alles kaputt. Ach so. Nee, aber dein Rucksack ist innerhalb auch kaputt. Oder? Warte, ich geb dir. Bleib sitzen. Ich geb noch ein Salinebag. Es schießt von woanders. Es schießt von da hinten noch ein Sniper. 100 Pro auf den Sniperhügel. Lass das mit dem Salinebag erstmal. Hier hinter in die Ecke. Ah, Beppo, es wäre toll, wenn du mal irgendwie mal ein bisschen suchst. Was bin ich, was tu?
wenn du den mal ein bisschen suchst. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin schon, keine Ahnung, 500 Meter weiter. Jetzt hat's aufgehört. Ja, leider, aber jetzt höre ich nicht mehr, woher die Schüsse kommen. Einer kam definitiv von links vom hinterm Headquarter 1. Ja, da bin ich gerade. Warte, warte. Ruhig. Schüsse sind wieder da. Wer läuft da? Das bin ich. Ich bin draußen. Ja, ich würde auch rauslaufen jetzt. Ich würde aber mal links rumrennen einfach. Probieren, ob ich da wegkomme. Du bist halt dann ziemlich offen. Ach so, wir waren noch nicht. Doch, wir waren noch. Das ist doch schon der zweite hier, oder? Das ist der erste Hangar. Nee, das ist der erste. Ach so. Weil du läufst direkt zu HQ2 oder was da vorne ist dann? HQ1. HQ1, dann bist du ziemlich offen. Mhm. Aber weißt du was? Ich probiere jetzt mal dorthin zu kommen. Zum HQ, dann kann ich vielleicht ein bisschen besser oben raus zuschauen irgendwie. Jo, ich bin dazwischen. Ich komme auch. Ja, dann nicht auch. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Sniper hier links von einem anderen Sniper gedeckt wird. Ich laufe jetzt erstmal Richtung Filmgelände runter. Ich auch. Komm ich mit. Und dann laufe ich. Na, hier im Süden. Lass du mich allein, schön. Wo bist du, Erik? Ja, ne, ich bin ins HQ reingerannt, dass wir mal ein bisschen durchs Fenster schauen können. Na, ich wollte von hinten jetzt rumlaufen, deswegen wollte ich erst hier so ein Stückchen runter. Ich laufe jetzt die Straße wieder hoch Richtung Bebo und dann laufe ich hinten über den Berg. Sollte also, nicht. Sind so schlechte Schützen, ne? Tja, ne? Habt ihr oben schon geguckt? Ein Erik ist oben, glaube ich. Ich bin oben in dem einen Raum drinnen mit den Betten. Okay. Bleib mal du mit unten und geh. Safe. Ja, läuft da. Der Bebo, läufst du jetzt übers Feld? Wenn jemand da oben ist. Da ist ja krass. Keiner. Und bist du gerade übers Feld gelaufen? Nein, das ist er. Die laufen jetzt zu sich, die sind dann auf dem Waldstreifen, alle beide. Hier läuft einer vor mir. Wir sind nicht mehr draußen. Bebo, läufst du draußen? Nein. Nein. Dann läuft hier außen einer in Bebos Baumreihe. Schüsse? Hast du ihn? Hast du ihn? Nee, der läuft hier ins Behindert vor mir. Jetzt sehe ich einen dritten noch. Aber er blutet definitiv. Alter, jetzt ist er umgefallen. Hier oben ist noch eine Mosi. Auch in der Baumreihe bei Bebo oben. Würde ich erstmal nicht mitnehmen. Nee, der schießt auf mich. Deswegen. Ach, Mosi, ein Schütze. Ja, da ich sehe ihn, der sitzt auch hier. Mosi an sich. Also einen habe ich tot. Jetzt muss ich mein Magazin ganz schnell nachladen. Mosi-Schuss? Das war ich gerade. Okay. Du siehst, na, einfach die Straße lang runter. Also den Feldweg da. Aber nicht auf mich, weil ich bin auch da oben bei den Felsen. Ja, ich luft zu dem jetzt hin. Er ist wieder beim Airfilter dort irgendwo. Er ist wieder unten beim Airfilter, genau. Die laufen quer übers Feld da hinten, das musst du doch sehen, Beppo. Das bin ich, ich laufe gerade zu einer Tanne ran. Genau an der Tanne war der eben. Ja, genau. Du läufst ihm hinterher sozusagen. Ich weiß, dass der da gelaufen ist. Ich habe drauf geschossen, aber der war in den Tannen drin. Der ist weiter vorn. Der ist in das nächste Stückchen rein. Näher am Flugfeld bei den drei Tannen dort. Oder ja, drei Tannen. Okay. Siehst du das Ecke? Noch nicht. Ja, genau, wo du jetzt drauf zuläufst. Da war er gerade. Ich umlauf mal die Tannen. Ne, hier steht nichts drin. Doch, hier ist er. Nein, unconfused. Ah, er war schneller. Auf jeden Fall noch eine M4. Jetzt bist du, glaube ich, tot, ne? Jetzt bin ich tot, ja. Aber das ist nicht wild. Ganz ruhig. Oh, nee. Na, ich konnte vorher wenigstens einen töten. Und den hole ich mir jetzt. Ich loote den dann. Herr Bobi, schaut's aus? Kann ihn nicht sehen. Kannst du dich verschieben, dass du nicht siehst? Nö, ich bin, wenn ich von meinen Felsen weg bin, bin ich komplett offen.